Also ja, ich bin Alexander Müller, ich studiere Technische Informatik auf der TU Wien. Also eigentlich jetzt mal... Ich werde versuchen. Ah, okay, ja. Also ich studiere, wie gesagt, Technische Informatik auf der TU Wien. Eigentlich jetzt mal nichts mit Funk, aber gut. Und ich zeige euch heute, was ich gemacht habe zu einem 70 cm Datenprotokoll. Und dazu das erste Mal ganz kurz den aktuellen Stand vom Hemnet überhaupt. Wir haben im... Okay. So, jetzt soll es besser sein, oder? Ja. Also wir haben im Hemnet derzeit als Backbone WLAN-Richtfunk-Hardware, die mit BGP-Routing miteinander verbunden wird, und um alle Knoten zu erreichen. Dabei haben wir im Backbone, zumindest in Österreich, 20 MHz Bandbreite. Über 100 Mbit bekommen wir auf solche Strecken zusammen, über 100 Kilometer haben wir auch. Und das Beste daran ist, dass das Equipment dafür relativ günstig erwertbar ist, weil so ein Access Point, der kostet jetzt nicht die Welt, diese großen Richtfunk-Access Points sind bei 100 Euro schon unterwegs. Anders schaut es ein bisschen aus im User-Zugang. Und zwar haben wir einerseits stationäre User, also die zu Hause eine Antenne montiert haben und eine Sichtverbindung zu einem Access Point haben. Die schaffen eine Reichweite mit einer kleineren Antenne von ca. 15 Kilometer bei so ungefähr 12 Mbit. Fordert aber natürlich eine Sichtverbindung. Andererseits haben wir auch vielleicht ein paar mobile User, ich kenne keine, aber vielleicht. Und zwar beim Mobilnutzung ist man angewiesen derzeit auf Rundstrahler, von Rundstrahl-Access Points, die genauso von der Ausbreitung her sind wie WLAN. Wir können es auch mit mehr Leistung senden natürlich als normales WLAN, aber trotzdem ist die Machbarkeit dann auf 1 Kilometer limitiert mit ungefähr 1 Mbit, wenn es funktioniert überhaupt. Ob das der Beste, ist das derzeit so das Beste, was man erreichen kann? Ich denke mal nicht wirklich. Einerseits der Backbone ist sehr gut gelungen, meiner Meinung nach, weil wir haben wirklich einen Highspeed-Backbone mit geringem Aufwand und relativ günstiger Hardware. Und zwar, eines der Probleme der Userzugänge ist eben diese Sichtverbindung. Hier sieht man einen Kollegen von mir aus meinem Amateurfunkclub. Ich bin da beim A1 Amateurfunkclub in Wien. Und er ist hier in seinem Garten, hat so einen Fiberglas-Schiebemasten und versucht da eine Richtfunkantenne Richtung nächsten Hemnet-Access-Point auszurichten. Ist vielleicht nicht ganz die optimalste Situation, so wie das geht. Ist aber seine einzige Chance gewesen, das irgendwie zum Schaffen dorthin. Und daher kommt die Idee, warum verwenden wir nicht das 70 cm Band für so einen Dateneinstieg? Und das 70 cm Band hat in Österreich eben, es sind 9,1 MHz, die nutzbar sind, hat eine sehr gute Ausbreitungscharakteristik, weil die Dämpfung geringer ist. Und es ist keine Sichtverbindung daher notwendig, weil auch die Reflexionen verwendet werden können. Und dazu haben wir eben, also wir ist ich und ein Kollege, Stefan Birgmeier, der ist leider heute nicht da, dazu haben wir eben den HD70 die Idee gehabt. Und beim HD70 geht es eigentlich darum, einen mobilen, einfach zu benutzenden und sehr günstigen Datentransfer zu bauen und dazu ein Protokoll zu entwickeln, damit das Ganze eben als User-Einstieg für Hemnet fungieren kann. Und das Potenzial ist dabei relativ groß, weil wenn wir uns die Karte anschauen vom Hemnet, so in Europa, haben wir da ganz viele Backbone-Standorte. Und jetzt, wenn man das erweitern könnte, um diese 70 cm User-Zugänge, bei einigen von diesen Standorten, wäre es nicht so schwer, eine ziemlich großflächige Abdeckung damit zu erreichen. Und dadurch ist aber wichtig auch, dass das Ganze günstig und einfach zum Verwenden ist, weil damit das möglichst viele Backbone-Betreiber auch verwenden können dann. Und dazu mal so ein kurzer Ausflug in den mobilen Datenfunk, besonders halt in den professionellen mobilen Datenfunk. Und zwar haben wir bei Datenfunknetzen ja heutzutage beim Handynetz GSM, GPRS-Daten, UMTS und LTE. Das sieht man relativ schön an der Folie, dass man sowohl eine Modulationsart natürlich braucht, als auch ein Multi-Access-Schema. Also irgendeine Möglichkeit, um mehrere Nutzer auf eine Station Zugang zu schaffen. Und da verwendet eben GSM TDMA zum Beispiel. Und wenn man sich das so überlegt, könnte man ja zum Beispiel es gibt viele Projekte, LTE, Open Source, gibt es Basisstationen, die könnten wir auch im 70 cm Band betreiben. Was brauchen wir dazu? Da bräuchten wir, das hat sich was geändert,
dazu bräuchten wir einen SDR-Transceiver, klar, und mit dem SDR-Transceiver könnten wir dann sowas machen. Der Nachteil von so einem SDR-Transceiver, ich habe das hier mal nur so kurz schematisch aufgeschrieben, was das so kostenmäßig ausmachen würde. Also jetzt ist ja vor kurzem erst rausgekommen dieser Lime SDR Mini, der ja ziemlich jetzt so von der Kosten der beste derzeit ist. Einen Power Amplifier brauchen wir dazu und dann irgendeinen Computer. Und da ist zum Beispiel der Raspi bietet sich an. Das Problem an dieser Lösung ist, das ist relativ groß. Wenn man das am Tisch liegen hat, ist das halt schon einiges. Und das ist auch nicht wirklich robust oder irgendwie outdoorfähig und weit entfernt von irgendwas, was man dann wirklich großflächig verwenden kann. Dann habe ich kurz mal überschlagsmäßig zusammengestellt, wenn man so etwas selber entwickeln würde, ein Board, ein integriertes, was so ähnlich ausschaut wie ein WLAN Access Point, was man dafür Komponenten bräuchte. Bräuchten wir da irgendeinen Radio Transceiver, dieser LMS6002 ist der zum Beispiel von Blader F, der ist relativ günstig. Wieder Verstärker, Vorverstärker, FPGA, ARM-CPU und dann halt PCB und sonstiges. Kommen wir wieder auf 135 Euro, was in Ordnung ist, aber das sind ja nur die Komponenten und das ist noch nicht mal, da ist noch nichts dabei, keine Fertigung, nichts. Also das wäre doch nochmal viel teurer. Und dann gibt es noch was, was ja schon immer im Modellfunk auch verwendet wird. Das nennt sich LoRaWAN, das basiert auf LoRa. Der Nachteil von dem Ganzen ist, das erreicht maximale Datenraten von ca. 50 Kilobit, was ein bisschen wenig dafür ist, als Userzugang zum Fungieren. Hat aber den riesen Vorteil, dass es riesige Reichweiten hat, sowohl in ländlichen als auch im Stadtgebiet, also in ländlichen Gebieten. Das ganze Problem daran ist noch, das ist proprietär. Da gibt es eine Firma, die den Standard hat. Wenn die Firma irgendwie was hat, dann ja, das gibt es die Patente dazu, es gibt keinen anderen Hersteller, der Chips produziert und so weiter. Also da bin ich ein bisschen skeptisch noch in die Richtung. So, und dann gibt es noch ein Datenfunksystem, was ich jetzt noch nicht angesprochen habe. Das ist 802.15.4G und das ist eigentlich dafür ausgelegt, um Smart Meter auszulesen. Also das kommt aus, soweit ich weiß, aus dem asiatischen Raum, dieser Standard. Und da gibt es aber durch diesen Standard eine riesige Bandbreite an integrierten Transceivern, also Chips, die senden und empfangen, abnehmen für uns und auch die Modulation und Demodulation, was auch den Aufwand natürlich ziemlich verkürzt. Und wenn wir jetzt wissen, dass es da Transceiver gibt, was machen wir? Wir schauen mal bei irgendeinem Komponentendistributor, was es für Chips gibt. Also das heißt, schauen da drauf, sagen, wir wollen aktive Chips, wir wollen also für das ISM-Band unter einem Gigahertz Chips haben, und haben hier jetzt eine wunderschöne Liste an Herstellern, von die solche Chips produzieren, die wir uns anschauen können. Wenn man sich jetzt das anschaut, findet man sehr schnell, Moment, da gibt es in den letzten Jahren SDR-basierte integrierte Transceiver. Die sind ziemlich, also die Datasheets lesen sich sehr nett, dürfte auch ganz toll sein. Das Problem daran ist, die Hersteller packen diesen SDR-basierten Teil immer in eine geschlossene Library. Die kann man nicht bearbeiten, man kann das Potenzial dadurch nicht ausnutzen. Und das machen, also ich weiß zumindest von drei Herstellern von Chips, die eine neue Generation herausgebracht haben mit einer proprietären Library, ohne dass man die Vorteile von SDR verwenden kann. Also dass wir das über Software updaten können und neue Modulationsarten und sowas verwenden können. Okay, dann bleibt nicht mehr viel über. Dann bleiben nur noch diese, ich nenne sie mal, zwar SDR-basiert, aber traditionellen Transceiver über. Wie zum Beispiel, da gibt es von Texas Instruments diesen CC1101, der ist ganz berühmt. Und in dem Bereich haben wir lange herumgesucht und dann sind wir zu den Easy Radio 32 Chips gekommen. Das ist von Silicon Labs, so ein integrierter Transceiver. Das ist ein einziger Chip, wo eine CPU drinnen ist, eine ARM-CPU, eine kleine und dieser RF-Transceiver. Und der schafft eben einen Frequenzbereich von 142 bis 1050 MHz und GFSK-Modulationen und auch 4-Level FSK und erreicht dabei relativ gute Sensitivitäten von minus 133 dBm, wobei das natürlich bei einer Datenrate von, ich glaube, von 1,2 Kilobit spezifiziert ist. Aber er schafft eben auch bis 1 Megabit Datenrate. Und aus dem heraus ist dann eben das HAD70-Protokoll entstanden. Und die Version 1 davon sozusagen verwendet eben GMSK, von GSM inspiriert, mit einer 20 Kilobit Basisrate. Das bedeutet aber nur, dass die Signalisierungsinformationen mit 20 Kilobit gesendet werden. Und das zweite ist, wir haben einen Packet-Header, der möglichst kompatibel ist mit allen Chips, die es so gibt, also diesen integrierten Transceivern gewählt, damit man nicht auf einen Hersteller jetzt eingesperrt ist sozusagen. Und
Daraus sind eben zwei Hardware-Varianten entstanden als Entwicklungsboards. Da haben wir einerseits diesen Micro HD70, das ist so ein kleiner USB-Stick. Ich habe den hier. Der schafft 100 Milliwatt, was ganz nett ist, aber was für höchstens in der Stadt für ein paar Kilometer reicht. Ist aber ziemlich günstig, also ich glaube Bauteilkosten sind wir da unter 20 Euro. Und dann gibt es, der schaut dann eben so aus, in groß. Wir haben da drauf eben diesen integrierten Transceiver. Ich weiß nicht, ob man das gut sieht, aber drüber ist eben ein TCXO, das Quarz. Der hat eine Genauigkeit von 2 Promille. Und dann noch ein bisschen Matching und einen Receive-Transmit-Switch. Auf der Rückseite schaut das so aus. Da ist noch ein CPU-Quarz drauf. Und hat eben einen USB-Anschluss. Und dann gibt es noch die große Variante davon. Die schafft 2 Watt mit einem Verstärker drauf. Und die werden natürlich gut als Basisstation oder zumindest mal um Basisstationen dann zu entwickeln in weiterer Folge. Die schaut dann so aus. Da sieht man eben, das unter dem Kühlkörper ist eben so ein Leistungsverstärker. Das ist ein integriertes Modul auch mit 2 Watt Leistung. Von der Oberseite so, hat wieder genau USB-Anschluss, Antennenanschluss, bisschen Spannungs-, also Versorgung. Genau, und dann kommen wir eigentlich zur Demo. Nur leider, glaube ich, haben wir da ein kleines Problem. Dann glaube ich, müssen wir die leider auslassen, die Demonstration. Weil ich hätte eigentlich vorbereitet gehabt, mit 2 Sticks eine IP-Verbindung aufzubauen, das herzuzeigen. Ich kann noch vielleicht zeigen, mal schauen, was der Windows-Rechner zu dem Stick sagt. Probieren wir das mal. Grundsätzlich ist das ein Standard USB Ethernet Stick, so wie sich der ausgibt. Ah, schade. Okay, gut. Der meldet sich dann als USB Ethernet Karte, also wie so ein externer USB Ethernet Adapter. Aber na leider, der Laptop schafft es nicht. Ich teste das grundsätzlich eigentlich jetzt derzeit auf Linux. Windows-Kompatibilität kommt dann im nächsten Schritt. Na gut, dann gehen wir weiter. Und zwar, die Hardware-Entwicklung ist fortschreitend derzeit. Wir planen, ein Basisstationsboard zu machen, in das man dann Module einstecken kann. Also das sind dann einzelne Transceiver-Karten. Und damit kann man eben erreichen, dass man so Sektorstationen baut. Also das heißt, man gibt zum Beispiel 3 Sektorantennen auf seinen Standort und kann dadurch mehr User abdecken und auch eben mehrere Frequenzen verwenden, wenn dann die Fläche zu groß wird, also die Nutzerzahl zu hoch wird. Und das eigentliche Ziel von dem Ganzen ist aber nicht jetzt eine Hardware zum Designen, die das dann einmal macht, sondern das Ziel wäre, ein Protokoll zu finden, was man was offen ist und wo man dann Hardware entwickeln kann dafür, die dann in Zukunft auch wirklich verwendet werden kann. Und auch so ein bisschen nach dem Vorbild von 802.15.4G, dass man mehrere PHYs implementiert. Das heißt, verschiedene Modulationsarten, die halt dann miteinander nicht reden können, aber die ausgetauscht werden können, dass man auf neuere Modulationsarten umsteigen kann. Oder auch dann SDR-basiert das Ganze mit UFDM auf höhere Bandbreiten bringen kann. Und das derzeitige Protokoll, was jetzt derzeit am Implementieren ist, ist ein TDMA-basiertes Protokoll. Das wurde von GSM inspiriert und das funktioniert im Grunde so. Wir haben einen Kontrollkanal und haben dann eben einen Kontrollzeitschlitz und mehrere Zeitschlitze für Nutzdateninformationen. Die können entweder eben Uplink oder Downlink sein. Und das kann sich jetzt aufteilen auf die Nutzer oder einen Paging-Zeitschlitz, wo eben beliebige Nutzer, die keinen Zeitschlitz zugewiesen bekommen haben, eine Information kriegen können, also senden oder empfangen. Und der Vorteil von dem Schema wäre, dass man aber nicht, wenn man jetzt eine Basisstation hat und nur einen Nutzer drauf hat, hat er dann die komplette Bandbreite, weil er sich alle Zeitschlitze nehmen kann. Und dann, was ich vorher angesprochen habe, diese 20 Kilobit Basisdatenrate. Das ist vielleicht ein bisschen schockierend, weil das ist schon recht wenig. Was aber das vorsieht, das HD70-Protokoll, ist, dass wir pro Zeitschlitz auf eine höherwertige Modulation
umschalten können. Das heißt, es kann ein Nutzer eingebucht sein mit einem Mbit, ein anderer mit 500 Kilobit, ein anderer mit 20 Kilobit. Das heißt, ich kann jetzt, wenn ich ein schlechteres Signal habe oder weiter wegkomme von der Basisstation, kann ich langsam die Datenrate herunterfahren und kann trotzdem die Connection aufrechterhalten. Weil wenn ich das auf einem Mbit lassen würde, wäre es dann halt mit den 70 Kilometer oder so, die wir anpeilen, schwierig. Und wir können mit diesem TDMA-Struktur können wir Zeitschlitze nicht nur pro Frame vergeben, sondern es kommen ja hinter einem Frame kommt ein nächstes. Und wir können jetzt über diese Frames hinweg Usern Zeitschlitze geben. Das heißt, wir können irgendwelche Datenraten, Anwendungen darauf rennen lassen, die geringe Datenraten nur erfordern. Also zum Beispiel irgendwelche kleinen Mobilgeräte, die SMS empfangen wollen. Der hat dann halt eben alle 20 Frames einen Zeitschlitz, wo er eben mitgeteilt kriegt, ob eine neue SMS für ihn da ist. Und dann noch, um das Ganze jetzt in das Hemnet zu integrieren, in das Datennetz, haben wir wieder zwei Unterscheidungen. Wir haben einerseits ja die Leute, die das bei sich zu Hause verwenden, wo eine statische IP-Adresse sein kann, wo er immer an einem Access Point hängt. Und dann gibt es die Leute, die das Ganze mobil verwenden. Und bei der mobilen Nutzung ist das ein bisschen ein Problem. Und zwar, wenn man sich das jetzt vorstellt, bei der stationären Nutzung ist, wie gesagt, der User mit einem Knoten verbunden. Und der kriegt immer seine IP-Adresse, er bewegt sich nicht, damit kann die gleich bleiben. Jetzt haben wir aber bei der mobilen Nutzung auf einmal eben das Problem, dass wenn der User auf einen anderen Knoten geht, wird er von woanders versorgt im Hemnet. Das heißt, andere IP-Adresse, alle Connections brechen ab. Ist vielleicht nicht so toll, wenn das auch funktionieren soll, wenn man irgendwo im Auto sitzt und da irgendwas macht. Und daher gibt's bei der Hemnet-Integration eine Idee, dass wir ein VPN aufbauen zu einem größeren Konzentrator. Das heißt, der Nutzer kann dann in einen Einstiegspunkt einsteigen und in dem Einstiegspunkt kriegt er keine IP-Adresse, sondern auf dem Einstiegspunkt liegt eigentlich ein VPN von einem größeren Knotenpunkt an. Und wenn sich der Nutzer jetzt bewegt, bleibt diese IP-Adresse aber gleich. Der verbindet sich zwar über einen anderen Weg zu diesem Konzentrator, aber die IP-Adresse bleibt gleich. Das heißt, alle seine Verbindungen bleiben aufrechterhalten. Er kann einfach mit dem Auto irgendwo hinfahren und die ganzen Connections rennen weiter. Vielen Dank. Und das war es leider schon wegen der Demonstration. Die hätte einen riesen Teil davon gehabt. Was ich noch sagen wollte, diese Hardware, was ich das letzte Mal noch nicht angekündigt habe, wird Open Source released. Sowohl Hardware als auch Software wird komplett Open Source sein von der Entwicklung, die wir gemacht haben. Einfach nur, weil diese Hardware derzeit nur ein Weg ist, um dieses Protokoll zu entwickeln, um was es eigentlich geht. Weil man kann die zwar verwenden, aber mein Ziel ist jetzt nicht damit irgendwie ein Geld zu machen oder sowas, sondern mein Ziel ist es einfach, dass wir irgendeine Möglichkeit kriegen, einen Nutzerzugang in Hemnet zu bauen. Und daher eben wird das alles Open Source sein. Ja. Beim MSK-Verfahren, das sind dann 500, also da haben wir eben bis zu einem Megahertz können wir belegen mit den Sticks bei einem Mbit, beim MSK-Verfahren. In Österreich gibt es jetzt bereits, oder ich weiß noch nicht, oder in Zukunft, es gibt schon Bereiche, die dafür vorgesehen sind, solche Breitbandexperimente durchzuführen. Aber wir können am Anfang ja beginnen mit geringeren Bandbreiten und dann pro Access Point festlegen, wie viel der maximal haben darf. Irgendwo in einer ländlichen Gegend, wo das Band nicht so belegt ist, kann man vielleicht ein bisschen mehr Spektrum sich leisten. Und mehr Datenrate dann eben ermöglichen damit. Ja. Nein, nein, es ist alles offen. Genau. Genau.
Das kommt nämlich jetzt. Der einzige Punkt daran ist, warum die Hardware nicht veröffentlicht ist. Ich sage es, wie es ist. Das KiCad-Repository, in dem das entwickelt ist, ist furchtbar. Das ist gewachsen einfach. Das gehört aufgeräumt. Bei der Software ist es eigentlich das Gleiche. Da ist so viel implementiert noch von alten Protokollideen, Tests. Und das ist unübersichtlich und unwartbar. Aber ich bin eben schon zu einem Punkt gekommen, wo ich sagen kann, ich kann jetzt in kommender Zeit die Software releasen. Und die Hardware ist überhaupt kein Thema. Wie gesagt, ich kann das jederzeit, können wir das gerne, kann mal einen Zugriff, aber es ist eben das Problem, dass das noch nicht aufgeräumt ist, das Ganze. Das ist eigentlich der einzige Grund. Ja, wir haben auch unsere Meinung ein bisschen geändert, weil wir haben ja ursprünglich geplant gehabt, das Ganze, das Protokoll zwar zu veröffentlichen, aber eben die Software und so ein bisschen zurückzuhalten. Einfach nur aus der Angst, dass man die Software ja, dass die kooperativ sein muss. Besonders bei dem TDMA-Verfahren muss die Software eben kooperativ sein und jetzt kann hier jemand daherkommen und die Software so umschreiben, dass er die maximale Bandbreite belegt. Ist nicht ganz wahr, aber genau, das haben wir haben lang diskutiert, auch und sind zum Entschluss gekommen, dass das besser ist, wenn das zu einem Community-Projekt wird, das Ganze sozusagen. Natürlich, ja. Okay, also die Frage war eben, dass, wie das funktioniert oder wie das mit dem Frequenzmanagement ausschaut, mit der Frequenzplanung von dem, weil wenn wir in einer Stadt mehrere Zellen brauchen, überlappen sich die eben zwangsläufig und es ist eben so geplant. Einerseits sind diese Zellen relativ groß, also diese 2 Watt Version haben wir getestet bis 70 Kilometer. Und jetzt kommt es eigentlich nur noch darauf an, wie viele Nutzer das Ganze verwenden wollen. Wenn jetzt aber in einer Stadt, wo eben mehrere Zellen sind und viele Nutzer, und das würde sich zwangsläufig überlagern, kann man jetzt entweder schauen, dass man, also es gibt einen Color Code, will ich darauf hinaus. Das heißt, wenn 2 Zellen auf der gleichen Frequenz sind, stören sich die zwar, aber man kann sich trotzdem einbuchen, wenn die Airtime eben nicht 100% ist. Also er macht zu dem TDMA, wenn kein User eingebucht ist, fällt er in einen Idle in Zukunft und sendet eben nicht kontinuierlich was aus, womit dann die Zeit für die anderen frei wird wieder. Also es würde dann auch die Stimme zwischen Zellen hin und her springen. Ja, grundsätzlich kann er das machen, aber sollte eigentlich nicht passieren. Das ist wie bei WLAN im Grunde, weil bei WLAN... Genau. Genau. Also grundsätzlich mit der Latenz haben wir in Wien ziemlich viel erreicht. In Wien komme ich von der einen Seite von Wien bis zur anderen Seite, ich glaube, in 4 Millisekunden rüber. Grundsätzlich ist es schon so, dass natürlich bei Sprüngen zwischen Zellen kurze Verzögerungen auftreten, weil der VPN-Kontext und so muss trotzdem aufgebaut werden und das Routing dort. Aber das ist nur Implementierungssache vom Client. Der Client kann sich entscheiden, wenn jetzt ein Anruf rennt und er merkt, dass die Signalstärke ausreichend ist für diesen Anruf und der Anruf eben nicht abbrechen würde, kann er bei der Zelle bleiben.
Das ist wie bei WLAN gelöst im Grunde. Bei WLAN hat man ja auch eben die, also zumindest im ursprünglichen, hat man die, die Wahl des Access Points vom Client erledigen lassen. Das heißt, der sucht sich aus, wann und wie er wohin roamen will, zu welchem Access Point, und das wäre hier genauso geplant. Ja, bitte. Also ist eine gute Frage. Also die Frage war, ob die Basisstation auch mobil sein kann und dann in weiterer Folge eben, ob das auch zu so einer Art Mesh, glaube ich, war in die Richtung, ausgebaut werden kann. Grundsätzlich ist die Basisstation, sollte kein Problem sein, die mobil zu verwenden. Es gibt dann das einzige Problem daran ist, dass die Frequenzplanung dann halt unmöglich wird. Aber wenn jetzt zum Beispiel, wenn es um irgendeine, was weiß ich, in Afrika oder so, wie es angesprochen war, um ein Gebiet geht, wo die Frequenzen sowieso relativ wenig belegt sind, sollte das überhaupt kein Problem sein. Man stört zwar mit der Basisstation andere, die in dem Frequenzband sind, aber es funktioniert. Also es gibt da keine GPS-Position, die irgendwie bezogen wird drauf. Ja. Grundsätzlich, es kommt darauf an, wo man die Verschlüsselung vornimmt. Es gibt sowieso schon ein Package Processing vom Ethernet Frame, was da reingeschickt wird. Also derzeit machen wir es mit Ethernet Frames aus ein paar Gründen. In Zukunft werden wahrscheinlich nur IP-Frames übertragen. Bevor man diesen IP-Frame auf diesen ganzen Stack schickt, kann man das durchaus verschlüsseln. Ist überhaupt kein Problem. Vom Protokoll her wird es wahrscheinlich keine Verschlüsselung geben, weil es eben für den Amateurfunk gedacht ist. Aber was man dann über dieses Protokoll drüber legt oder wie man es erweitert, das sollte kein Problem sein. Bitte? Ich bin an dem Thema schon über 2 Jahre dran. Okay. Ich habe vor 2 Jahren auf der Ham Radio einen Vortrag dazu gehalten. Mir wurde hinterher erzählt, dass die Leute dann teilweise so am Schluss Aussagen getan haben, was hat denn der denn gemacht? Ja? Vielleicht auf die deutsche Situation eingegangen. Wenn wir Access Points Richtung Hamnet machen wollen, müssen wir mit automatischen Stationen arbeiten. Das heißt, die großen Bandbreiten, die man für Experimentalgeschichten im Bereich 434 MHz machen kann, sind dafür out. Im deutschen Bandbreiten können wir 200 kHz breite Segmente benutzen, eins bei 135 MHz und eins bei knapp 440 MHz. Das geht bei euch in Österreich nicht. Ja, meine Basisidee war, schauen wir mal, was wir mit den 200 kHz machen können. Mit entsprechend leistungsfähigen Modulationsverfahren kriegen wir dann durchaus 1 Megabit pro Sekunde rüber. Ja. Und dann habe ich eine umfangreiche Stoffsammlung bei mir in der Website und zu dem ganzen Thema mehrere Seiten in meiner Website, und die sind die am häufigsten aufgerufenen Seiten bei mir, was durchaus was sagt, weil meine Amateurfunk-Website im Jahr über 100.000 Visits hat. Ja? Nur, ich habe dazu auch eine Mailingliste auf dem DRC-Server gesetzt, der hat 17 Zentimeter. Okay. Ist tot. Okay. Da macht keiner was. Ja, also es gibt großes Interesse, Lösungen dafür zu bekommen, aber es gibt herzlich wenig Leute, die bereit sind, an der Stelle ernsthaft was zu tun. Ich selbst werde dabei auch sicher nichts entwickeln. Ich bin vom Beruf her technischer Redakteur. Okay. Ich bin bereit, Dokumentation zu schreiben, die gehört zu dem, was ich will. Super. Ja? Und auch Kommunikation dazu zu machen. Ja? Nur schaut euch mal bei mir in der Website diese Stoffsammlung an. Ich kenne sie. Und dann, gerade wenn man das Ding für Hamnet nutzen wollen, also Benutzerzugänge machen wollen, automatische Stationen benutzen wollen, dann müssen wir da schauen, wie wir in den Bandplan reinpassen. Und da sehe ich also nicht mehr als eine Möglichkeit mit 200 kHz Bandbreite. Ja? Und dann gehen meine Ideen auch dahin, dass man dem TCP-IP seine Geschwätzigkeit abgewöhnt. Das Natürlich. TCP-IP-Paket hat 56 Byte. Davon fliegen unheimlich viele rum, denn immer dann, wenn man bloß mal
eine Quittung losschickt, ja, 56 Byte, kann man, wenn man sich mit seinem eigenen Protokoll irgendwie vernünftig was einfallen lässt, mit 5 Byte machen. Und fern von mir aus 6. Ja? Und auch so diverse Geschichten, die gerade beim Zeitmultiplex helfen, dass man auch selber was bauen kann, was so einfach nicht ist. Dann gibt es ja bei mir in der Website einiges an Ideen. Dann vor einiger Zeit hat sich bei mir ein OE5 gemeldet, der in Packet Regularment Protokolle gestrickt haben muss. Den habe ich versucht, hier mit Altrix leer zu locken, aus seiner Provinz rauszuholen. Okay. Ja, aber wir sollen das nachher mal unterhalten und vielleicht können wir unsere Ideen zusammenschmeißen, aber eine Warnung, es ist extrem schwer, Leute zu finden, die nötige Kompetenz haben und die nötige Zeit haben, an der Stelle was zu entwickeln. Mhm. Denn logisch betrachtet, wenn die Leute für immer auf links was machen, kannst du damit auf dem Geld verdienen. Natürlich. Dazu ganz kurz wegen den 250 Kilohertz, das weiß ich. Das, was mein Vorgang, also meine Vorgehensweise dazu ist, anfangs die Bandbreiten von dem Ganzen eben zu limitieren, damit wir in den Bandplan passen. Und ich bin der Meinung, dass wenn das sich verbreitet und Leute da sind, die das machen wollen, die sowas verwenden wollen, dann wird sich da eine Lösung finden in die Richtung. Ja, sollte man sich aber die Wege dazu nicht versperren. Na klar. Diesen Datentransfern, die da so auf dem Markt sind, von Texas Instruments und was weiß ich dem alles. Ja, und die arbeiten alle mit Independenz und Tastenschemata, die bandbreitenmäßig ziemlich bescheiden sind. Ja, und es gibt halt auch die Lehre aus Packet Radio heraus, ich bin ja fertig, dass Packet Radio vor 25, 30 Jahren allein deshalb gestorben ist, dass das mal das Schnellste, was in Übertragung ging, 76 Kilobit pro Sekunde waren. Deshalb eben mein Ziel, schauen wir, dass wir am Ende auf eine maximale Datenrate von 1 Megabit kommen. Auf jeden Fall. Nur wie gesagt, ich habe vorher angesprochen, diese Hardware, die ich hier habe, die soll in keiner Weise jetzt das Finale sein. Es ist immer so gedacht gewesen, dass man später, wenn zum Beispiel die SDRs erschwinglich werden oder wirklich um günstiges Geld zum Haben ist, sind und zum Bauen ist, dass man sofort auf das umsteigt. Es ist nur ein erster Schritt eben, um irgendwie jetzt einmal, genau. Ja, aber man muss da ziemlich groß denken. Aber ich glaube, dass man uns jetzt Gedanken machen müssen über Regulierung in diesem ganzen Band. Es gibt ja wenig Nutzung oft, so etwas, was dicht benutzt ist, muss man sicher anders fragen. Aber jetzt wieder jeder Funkamateur wird das einsehen, wenn andere das Band nutzen wollen, dann müssen sie es teilen und dort, wo ich kein Problem habe, weil es eh keinen gibt, da darf ich ja gerne dran denken. Und da brauche ich mir jetzt schon Gedanken machen, bevor wir überhaupt mit irgendwas in der Luft sind. Wir versperren uns ja dann alles. Und ja, du sollst mir das vorführen, was auch, und das ist sicher interessant. Ja, genau. Ich sehe ein großes Bild, das wollte ich ein bisschen andeuten. Und ich bin gerne bereit, bei den Projekten zu helfen. Wir müssen halt schauen, wie wir vorwärts kommen. Genau. Aber abseits davon. So, also ich habe hier nur als Demonstration eine VM, in der ich diese, da ist meine geklaute USB-ID zum Sehen gewesen. So, und zwar in dieser VM ist jetzt dieser Transceiver durchgereicht. Ich borge mir da gerade eine USB-ID von jemandem aus, weil ich noch keine habe. Und wir können jetzt als erstes einmal diesen Stick, den ich da stecken habe, auf das PTP-Protokoll programmieren, was eben derzeit mal eine Demonstration ist von Point-to-Point-Connection. Also das ist noch nicht multi-user-fähig, TDMA funktioniert schon zu einem Teil, ist aber noch nicht ausgereift. Das heißt, Demonstration mal das. Jetzt stecke ich auf der zweiten Seite vom Laptop einen anderen Stick an und versuche den Bootloader-Button zu erwischen. So, und da spiele ich jetzt genauso wieder die Firmware drauf. Auch den schalten wir auf. Na? Das gibt's nicht. Okay, Moment. Meine VM hat beide geklaut.
jetzt. So, auf dem einen rennt jetzt schon mal ein Tunnel. Und jetzt schauen wir, dass wir das in die VM auch noch reinkriegen. Das war der falsche Stick. So. Ah, bitte, besser. Okay, also ich habe jetzt einerseits hier in der VM einen Tunnel oder auch nicht. Ja, das ist gut, mein USB-Forwarding spielt mir dann dazwischen. Ich habe leider, ich wollte es eigentlich auf einem Raspberry Pi vortragen und habe genauso wie vorher der Vortrag vor zwei die WLAN-Settings leider falsch gemacht. Das heißt, der Raspberry Pi liegt jetzt in meiner Tasche und verbindet sich nicht. Aber es ist, wie gesagt, ich kann das nochmal hier zeigen. Ja, schade. Ah, besser. Ah, da ist schon. So, also ich gebe der VM jetzt eine IP-Adresse und meinem Laptop eine IP-Adresse. Und wenn es wahr ist, haben wir trotzdem ein USB-Problem. Okay, tut es ja leid, das ist die Demonstration, dass das nicht gelingen wird, ist irgendwie vorgeplant schon. Aber es ist, wie gesagt, also es geht auch nicht so sehr um die Hardware, sondern es geht da vielmehr darum, eben das Protokoll voranzukriegen. In der Hinsicht.